erstes Mal hier bei uns, richtig. Gut, ich erkläre noch mal ganz kurz, warum du hier bist und was wir hier heute mit dir machen werden. Wir machen heute ein Arzt-Rollenspiel mit dir. Und zwar machen wir das, damit du dich gut fühlst, damit du eine Entspannung fühlst in deinem Kopf, durch deine Ohren erfährst deine Haut und dass du einfach mit einem relaxten Gefühl natürlich nicht hier, weil du wirkliche Beschwerden hast, weil das kann ich nicht heilen. Okay. Wir werden einfach herausfinden, was deine Trigger sind. Entweder magst du es mit Brille oder ohne. Wir werden es sehen. Ich werde es immer wieder mal abwechseln. Ich kann auch verschiedene Sprachen sprechen, wenn du möchtest. Kann das, was ich jetzt vorhabe, auch nochmal einmal auf Englisch sprechen. Okay. So, welcome to our clinic. We are here to make a good feeling for you, your brain, your ears, your skin. When you have real illness or sickness, then you are not right here, because I'm not a real doctor. I just make roleplay to make feel you good and relaxed. And so, yeah, you can chill maybe for 1 hour or 20 minutes, what you want. I can speak German and English, and I can wear glasses, or I don't have to wear these glasses. Ganz viele verschiedene Elemente und Dinge, die ich an dir ausprobieren werde. Vieles würde keinen Sinn machen. Also stelle einfach deinen Kopf aus und entspanne dich einfach. Lausche den Geräuschen, fühl dich entspannt. Du kannst jederzeit, wenn du Einwände hast, etwas sagen, dass du etwas nicht magst. Und dann werden wir aufhören und ich werde umswitchen. Okay. Gut. Viel Spaß und I hope you like what I do. Okay, wir fangen an. Und zwar gebe ich dir erst einmal eine Pille. Die ist dafür da, damit du dich noch mehr entspannen kannst, okay? Okay. Deine Pille, ja. Eine für dich. Okay, die gebe ich dir jetzt in den Mund. Rechts, links oder von vorne ist okay. Mach einmal deine Augen zu. Close your eyes. Right or left? Ja. Yeah. Right or left? Ja. Yeah. What is it? Okay. Smell and tell me what you think. Okay. Right or left? Right or left? Right or left? Right or left? Okay. Schau dir mal diese beiden Farben an. Okay? Ich möchte, dass du deinen Fokus genau auf diese Blätter legst, ja? Und dich einfach von Blatt zu Blatt konzentrierst. Okay. Und nochmal. Stell dir vor, das sind verschiedene Farben. Imagine this are different colors and then just tell me what you see, okay? It's not the same color, but just what do you think?
Vom Geräusch her musst du bitte erkennen, wo das herkommt. Okay, close your eyes. Okay. 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 I want to touch your ears. Okay. Touch your ears. Now I want to say some words in your ear and you tell me if it's German or English, okay? Hast du nicht verstanden? You don't understand? Okay. Katze. Ja, das ist richtig. Okay. Schließ ich deine Augen und du machst das bitte nochmal, ja? 27. Okay. Okay. Eingebildet. You don't understand? Okay. Eingebildet. Haus. Haus. Ja, okay. Ich gehe ein bisschen weiter weg. Siehst du meine Hände? Kannst du das nicht gut sehen? Fixiere sie weiter. Okay, fixiere sie weiter. Okay, siehst du meine Hände? Fixiere die unteren. Okay. Fixiere die oberen. Ja, okay. Fixiere beide. Ja, okay. Fixiere die. From the rechten hand, the right from the right hand, the left from the left hand, the left from the left hand. Okay. Kannst du diese Farbe erkennen? Ja? Was ist das für eine Farbe? 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 Okay, ich würde sagen, mit deinen Händen, man kann die öffnen. Siehst du? Ich möchte, dass du mit deiner rechten Hand alle Dosen öffnest. Okay, open all the lids, okay? Okay, open the lids with your left hand, okay? Okay, now just choose two fingers from your right hand to open the lids, okay? Good. Und jetzt benutze die linke Hand mit zwei Fingern. Öffnest du die Lids, okay? Gut, sehr schön. Du bekommst jetzt noch eine von den Pillen, denn ich merke, deine Konzentration ist nicht mehr so entspannt, wie ich das gerne hätte, okay? So you get another pill. So you can relax more. Here is the pill, you can see it. And now open your mouth. Okay, good. So the next one, let me see. So I personally don't like light triggers. I get Kopfschmerzen when I see light in my eyes. I don't like it. So I don't make this on. Schließe deine Augen und ich werde dich einmal untersuchen. Untersuchen, okay? I wanna check you, but I don't really check you, okay? So, all your ears. Oh yeah, you have nice ears. Really nice. I'm really close to your ears and then I'm between. No, I'm not between your ears. I think it's better when I speak German, okay? So, with glasses and without. Check your ears. Oh yes, very good. And with glasses. Oh yeah, okay. I check.
berühre deine Ohren. Ich berühre einmal das andere Ohr. Ja, gut. Sehr schön. Oh ja, super. Perfekt. Wunderbar. Einwandfrei. Ganz toll. Und einmal zwischen deine Augen. Okay, ich ziehe die Brille wieder ab. Und ich gehe einmal die Nase. Schöne Nase. No problem. So we make it from the beginning. Your ear, dein Ohr, und einmal die Nase, your nose. Musst du ganz genau zuhören, okay? Ganz genau. Rechts oder links? Gut. Rechts oder links? Okay. Rechts oder links? Gut. Ich gehe einmal in deine Ohren rein, okay? Oder ich mache dich sauber. Oder ich will einfach nur das Geräusch. Viele mögen ja diese Trigger, diese schnellen Trigger. Many people love fast triggers. So you can imagine I clean your face. And you can imagine I just cool you up. Or you can imagine I just make noises around your face. That what you like the most. Ist es gar nicht so triggerig, wie man denkt. Die machen es nämlich so schnell und man ist so konzentriert, dass man gar keine guten Gefühle kriegt. Aber heute machen wir das anders.
out there are just you and me, okay? So, please look at this machine. Yeah, good. Eine andere Maschine, pass auf. Fixiere sie mal. Auch wenn sie sich dreht, fixiere sie mal. Und ich bin ja nicht nur ein Augenarzt. I'm an ear doctor too. So I just okay, close your eyes and hear the noise. You like that? You like that? When you can hear it, you are very healthy. Okay. Another one. When you can hear that, you are very healthy. Okay. Okay, very good. Please. Fixiere sie, okay? Fixiere das mal. Fixiere das mal. Okay. Du fixierst das und sagst mir, wo das herkommt, okay? Du sagst mir erstmal, wo du es hörst und dann, wo du es siehst, okay? Sehr schön. Gut. Das ist sehr gut. Das ist ein guter Patient. Sehr schön. Ein Patient, der keine Fehler macht. Das tut zwar nicht zur Sache, aber wenn du gute Gefühle kriegst, dann ist alles richtig. Okay. Man kann ja nichts falsch machen. You can't do something wrong here. Everything is okay when you have good feelings and vibes. Okay? Jetzt sag mir einfach die Farbe. Wir sind ja beim Augenarzt, ne? Die Farbe. Was ist das für eine Farbe? Okay. Was ist das für eine Farbe? Gut. Was ist das für eine Farbe? Which color is this? Which color is this? Okay. Which color is this? Ja, gut. Jetzt sind wir immer noch bei einem Arzt. Ich habe ja einen Kittel an und der Kittel sagt ja, dass wir bei einem Arzt sind. Ich hatte gerade die Idee, dass wir ein Pat-Down machen, aber ein Pat-Down macht keinen Sinn. It makes no sense if we make a Pat-Down now, because I have this on and I am now a doctor, so I can't do this, you know. Or maybe, yeah, wait a minute, I take this off, so I can be a Pat-Down. Imagine I am a police woman and we make a pat down, okay? So, sir, please make this. Okay, very good. Yeah, super. There's nothing in your arms, in your hands, nothing in your hands. Okay, just do this for me. Yeah, very good. Very good. Okay, einmal den Kopf nach oben. Good, good. Your hair. No, nothing in your hair. Very good. Okay, I'm a professional, so please, einmal deine Beine auseinander. I want to touch your legs, okay? Okay. Yeah, very good. Okay, wait a minute, please. Do it from the back. Let me see what I can do with you. So, I think sometimes we have to do the things what the doctor is doing. So, your temperature now. I just
want to do it slow if you like it, and then I do it fast, okay? Einmal mache ich es langsam und einmal mache ich es schnell. Also es geht nur um die Temperatur und Timeout, okay? So, please open your mouth for me. Yes. Now this is going to get in your mouth. Oh, wait, I have to try it. 1, 2, 3, 4. Open your mouth now. Okay, we have to wait now. We have to wait. You are very healthy. Let me see. Please open your mouth again. Okay, everything is okay. Now I do it fast. Your eye, and this is your eye, and this, I don't know, I think it's your eye, this is your eye, what is this, I don't know, okay, so please focus this the whole time, okay, oops, I'm very stupid, doctor, please fix this. This? Okay. Oh, you have very good eyes. Und nochmal. Oh, das war zu langsam. Okay. Ein bisschen schneller. Fixiere genau den Punkt, der gleich anhalten wird. Okay, mit deinen Augen. Der hier. Hast du es geschafft? Soll ich mal näher rangehen? Sehr gut. Ich gehe nochmal ran. Sehr gut. Sehr gut. Okay, das machen wir nochmal, ja? Fixieren. Fixiere das. Hast du es fixiert? Lass mich das mal überprüfen, ob das wirklich so war. Das war wunderbar. Richtig gut. Ohne Brille. I look like a doctor without glasses. Yes, okay. Because I'm a professional, yes. Okay. Imagine your face is a robot face and we have to fix it now with numbers, okay? So, I just fix your ear.
viele Zahlen zeige ich? 2. Und 3. 2. 2. Sehr gut. 5. Gut. 2. Genau. Okay, das ist ein Klopftest auf deinem Kopf. Und auf deinem, oh, das war aber laut. Okay. Ich mache einen Klopftest auf deinen Kopf, die Nase entlang, den Mund entlang, den Hals entlang, Brustkorb entlang und dann den Beinen runter, okay? Okay, einmal konzentrieren bitte. Concentrate, concentrate. Okay, good. Good. Means I show you the colors on the pencil. Yes, okay. And then you show me, not you show me, you tell me what you see and what you feel when you see these colors. Okay, okay. So, the first color is gap. Okay, gap. Watch this color. Watch this color. It's yellow. Gap. What do you feel? Clean the pencil. No, it's not a pencil. What is it? Brush. I clean the brush because the next color is coming. Okay, the last color. Oh, it's a very good color. Okay, we had purple, lila, blue, blau, gray, grau. What is this? Als Deutsch. Das ist echt seltsam, weil ich mich mit Englisch gar nicht so, naja, gut. Vielleicht sollte ich mir, das Schwierige ist, was magst du denn, Englisch oder Deutsch? Weißt du selber nicht, ne? Beides ist gut? Okay, dann werde ich weiter switchen. Okay, ich muss einmal den Paybrush cleanen. Dann werde ich es drin lassen. Wenn ich laut niese, werde ich hier einmal schneiden. Okay, da kommt nichts. Ich
werde jetzt deine Ohren penetrieren, okay? Einmal das rechte oder das linke. Ich weiß nicht, was du jetzt gerade hörst, entweder rechts oder links. I just penetrate. I don't know if penetrate is the right word for that, but I just say it. I penetrate your ear. Is it right ear or your left ear? I don't know. You hear it already, okay? Einmal am unteren Ohr, am oberen Ohr. Weiter weg, far away. Weiter weg, far away. Okay, anderes Ohr. Penetrate your other ear. Far away. Come closer. Far away. And come closer, both ears. Touch your inner ear. Ich sag dir was, das mit den Ohren ist der beste Trigger für die meisten Leute. Magst du das mit den Ohren am meisten? Und wenn ich deine Extremitäten berühre, wie deine Arme oder deine Beine, you like it or you don't like it when I touch your legs and your arms. Your favorite is when I touch your face or your ears. Okay, yeah, we can do that. We can do it the whole time. You pay for that. With glasses or without glasses? Okay, without. Why? Okay, good. So, your ears. Okay. Should I speak in your ears or just make noises? I can do what I want, okay. Ich tue, was ich will, kein Problem. Wir werden einmal deine Ohren. Oh, so. Schmutzige Ohren. Das ist aber nicht sehr angenehm für mich als Ohrendoktor. Das ist nicht schön. Okay. The other ear. Very soft and gentle. This ear is very clean. Wow, good job. Wie oft hörst du es klicken? Wie oft hörst du es crinkeln? Okay, gut. Tears? I touch your tears. Oh man. I don't want to touch your tears because I don't want that you cry now. So I want to touch your teeth slow and then I touch your teeth fast, okay? With or without glasses. Okay. You don't care. You are very sleepy now. Okay, that's good. So, open your mouth. I want to touch
Now I wanna touch your teeth first. Okay, open your mouth, please. Now. Oh, so many teeth. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh my god. Hier sind noch andere Zähne, so viele Zähne. So viele Zähne. Hier sind auch noch ganz viele Zähne. Open your mouth brighter. Was Nasenlöcher auf Englisch heißt. Nose holes? Nose holes? I don't know. Please open your nose holes. Ah, yeah, okay. Very clean there. Okay, good. I just like it to do it like this. You like it too? Can I do it? 1, 2, okay. Your ears? 1 ear. 2nd ear, okay. Your lips? Chin, chin, cheekbones, cheekbones. Okay, good. So, let me check the camera if this is still going on. Okay. I just want to... Now I'm a psychologist. Psychologin? Psychologist? I don't know if this is the right word in English. And ich stelle dir einige Fragen auf Deutsch, damit ich mal mehr Deutsch spreche als Englisch. Okay, und ich würde es schön täglich aufschreiben, okay? Okay. So. Wann waren Sie das letzte Mal auf der Arbeit? Ach was. Ehrlich? Wie lange üben Sie schon Ihren Beruf aus? Ich schreibe mal auf der anderen Seite, okay. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Na gut. Machen Sie Ihren Beruf gerne? Tatsächlich. Das ist aber sehr interessant. Seit wie vielen Jahren denn schon? Habe ich diese Frage schon mal gestellt? Ich denke schon. Ich weiß es nicht mehr, das macht überhaupt keinen Sinn. Welche Farbe hat mein Schreibboard? Gequetscht, das war nicht sehr angenehm, es tut mir leid. Okay. Ja. Gut, mir fallen keine Fragen mehr ein. Ich bin nicht der Typ dafür, sowas, ne? Mit Fragen stellen und antworten. Das war total langweilig. Okay. Gut. Wenn das einfach wegliegen. Das kommt da. Ja. Und das kommt einfach da rein. Wo habe ich das denn jetzt her? Ich bin jetzt eine Dermatologin und werde jetzt einmal dein Gesicht eincremen. Okay. Okay, that's enough. I don't have such a big face. Okay. Schau mal. Siehst du das? Wie schön das ist.
deine Ohren natürlich, weil du das ja magst. So deine Ohren eincremen. I cream your ears. When I'm doing like this, you start breathing, okay? And when I'm doing this, you can breathe, okay? Okay, and again, when I'm doing like this, stop breathing. And when I'm doing this, you can breathe, okay? Very good. And we do it again. Wir machen das jetzt nochmal, okay? Also, wenn ich so mache, dann hörst du auf zu atmen, du hältst die Luft an. Und wenn ich so mache, kannst du wieder atmen, okay? Sehr gut, und das gleiche nochmal. Aufhören zu atmen, jetzt. Sehr schön. Super. Okay, ich ziehe meine Handschuhe aus, weil das wird jetzt. Okay, das war's. Ich habe sonst keine Schüler mehr, die mir einfallen würden. Alles andere habe ich schon alles gemacht. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie hat es dir gefallen? Erzähl mir mal, wie es dir gefallen hat. Würdest du nochmal wiederkommen? Jedes Rollenspiel ist erlaubt. Also, wir machen Ärzte, Make-up-Artists. Veterinär, Ernährungsberatung, also alles, was es auch so in der wirklichen Welt draußen gibt für Berufe, das machen wir hier auch. Wir machen keinen Schweinekram, sowas machen wir nicht, keinen Fetisch, also dazu, da distanzieren wir uns auch sehr von. Das ist auch schön, ne? Ohne Gloves, with Gloves or without? Jederzeit wiederkommen. Am Wochenende haben wir geschlossen. Wir sind in der Woche da. Gut, dass heute Samstag ist. Von Montag bis Freitag. Normalerweise für dich haben wir jetzt extra Samstag geöffnet, weil du bist. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Du hattest gute Gefühle, auch wenn ich kein richtiger Arzt war. Aber wie gesagt, wenn man zu richtigen Ärzten geht, dann kriegt man eigentlich nicht diese Gefühle.